Willkommen zu einem neuen Video von DIY Eule und heute gibt es was, naja, ziemlich Verrücktes. Und zwar habe ich ein Faschingskostüm genäht und zwar nicht irgendeins, sondern einen Flamingo. So sieht er dann aus und dazu gibt es noch ein paar Füße. Unten findet ihr einen Link zum Schnittmuster und da findet ihr auch nochmal die Anleitung komplett als Schritt für Schritt auf dem Davanda DIY Portal. Der hat hier hinten so einen Gummizug und auch hier fürs Kinn nochmal so ein Gummi. Und zwar setze ich mir den zuerst unter das Kinn. Und setzt den Rest dann auf wie eine Mütze. Ganz wichtig ist, dass der hier vorne proper sitzt. Jetzt kann ich mir den so festziehen. Und so sitzt mein Flamingo-Hut dann. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie es geht. So, was ihr für den Flamingo braucht, ist auf jeden Fall ein pinker oder rosafarbener Stoff. Dann braucht ihr schwarzen und weißen Stoff, da reichen aber Stoffreste. Das Schnittmuster, der Link dazu ist unten in der Infobox. Dann braucht ihr jede Menge Füllmaterial, also wirklich mehr als man denkt. Eine Fließplatte in pink oder rosa, Klettverschluss, dass ihr nicht zu nah ans Füllmaterial legen solltet. Etwas Gummiband und wenn ihr habt, so einen Verschluss. Müsst ihr aber nicht unbedingt, macht sich aber ganz praktisch. Als erstes ladet ihr euch das Schnittmuster runter und druckt es euch aus. Dann nehmt ihr euch Schnittteil A, nicht verwundern, ich habe jetzt hier Schnittteil B genommen, weil es ist im Prinzip dasselbe, und schneidet das zweimal im Bruch aus dem rosanen Stoff zu. Im Bruch heißt, dass ihr den vorher umfaltet. Das Stück, was ihr nachher habt, nachher doppelt so groß ist wie das Schnittteil und gespiegelt in der Mitte. Und von diesen großen Schnittteilen braucht ihr zwei Stück erstmal aus dem rosanen Stoff. Dann faltet ihr eins von diesen beiden Schnittteilen, oder ihr lasst es gleich so, rechts aufeinander. Das heißt, die schöne Seite ist jetzt innen. Und steckt euch das fest und jetzt näht ihr entlang dieser kurzen Kante oben das Ganze fest. So entsteht quasi eine halbe Haube. Das Ganze machst du dann für beide Schnittteile. Und jetzt kannst du sie aufklappen und legst sie ineinander, wieder mit der rechten Seite aufeinander. Also die rechte Seite ist innen, das heißt, die Nähte schauen nach außen. Und jetzt legst du sie aufeinander und steckst sie genau oben an der Naht miteinander fest mit Stecknadeln und dann auch einmal drumherum. Und dann kannst du mit der Nähmaschine auch einmal den kompletten Rand abnehmen. Und jetzt habt ihr die innere Haube schon fast fertig. Als nächstes setzt ihr euch die linksrum auf, das heißt mit der Naht nach außen und kreppelt den Rand so weit nach oben, bis ihr die Höhe von eurem Hut erreicht habt. Dann markiert ihr euch den Rand mit Stecknadeln, das heißt ihr stecht genau in den Rand rein. Und jetzt nähen wir ein Knopfloch in den Rand. Dafür benutze ich den Knopflochfuß der Oikake-Maschine, der mit im Lieferumfang dabei war. Ihr könnt das manuell nähen oder halt auch mit eurer Maschine. Ich messe jetzt die Breite von meinem Gummiband aus. Dann bringe ich den Nähfuß an der Maschine an. Und jetzt nähe ich einfach das Knopfloch am oberen Rand von dem Rand, den ich mir gerade markiert habe, an. So sieht das dann aus, wenn ihr fertig seid. Ich stecke mir jetzt mal oben eine Stecknadel rein und dann nehme ich mir einen Nahtauftrenner und trenne das kurze Stück zwischen den beiden Nähten auf und die Stecknadel oben verhindert, dass ich zu weit nach oben schneide. Dann ist mein Knopfloch fertig. Jetzt lege ich die Mütze wieder mit der linken Seite nach außen zu mir hin und klappe den Rand so weit hoch, wie ich es vorhin markiert hatte. Und klappe den oberen Rand nochmal nach innen ein und stecke mir das Ganze ringsrum fest. Jetzt entferne ich von der Nähmaschine den Anschiebetisch und nähe einmal den Rand an der oberen Seite fest. Fülle nun mit Hilfe einer Sicherheitsnadel das Gummiband einmal in den Rand ein. Dafür machst du die Sicherheitsnadel auf, piekst den Gummi auf und jetzt kannst du das einfach durchfädeln und ziehst es einmal innen drin im Rand herum. Dann ziehst du die Sicherheitsnadel einfach wieder ab und wenn du jetzt einen Verschluss zur Stelle hast, kannst du den nutzen, ansonsten machst du einfach nur einen Knoten. Ich fädle jetzt hier den Verschluss ein und mache dann am Ende des Gummibands einen festen Knoten. Jetzt schneidest du dir Schnittteil B, diesmal wirklich, aus dem rosanen Stoff zweimal zu, wieder im Bruch. Und du musst aber beachten, dass du das Schnittmuster nach unten noch 20 cm verlängern musst. Als nächstes schneidest du dir auch Schnittteile D und C zweimal zu. D zweimal aus dem weißen Stoff. Achtung, hier musst du auch den Stoff doppelt legen oder spiegeln. Und dann auch Schnittteil C aus dem schwarzen Stoff auch zweimal gespiegelt zu schneiden. Jetzt legst du dir ein schwarzes und ein weißes Schnittteil zu einem Schnabel zusammen und faltest sie dann rechts auf rechts so aufeinander. Pinnst dir die Seite fest und nähst einmal an der Kante entlang. Dann kannst du das Ganze aufklappen und wenn du magst, nochmal eine Stecknadel drüber setzen, musst du aber nicht.
Das machst du auch mit den anderen Schnabel und dann legst du ein Schnabelteil auf die rechte Seite von deinem rosa Hutteil und nähst das Ganze mit einem engen Zickzackstich von oben fest. Das heißt, beide Stoffe schauen jetzt mit der rechten Seite nach oben. Nähe dann an der Kante, an der verlängerten Kante von deinem Hutteil einmal gerade am Schnabel nach oben. Das verhindert nachher, dass die Füllung in den Schnabel rutscht. Das Ganze machst du jetzt auch mit der anderen Seite, das heißt, hier pannst du auch wieder den Schnabel auf. Achte darauf, dass er genau auf der gleichen Höhe liegt wie auf der anderen Seite und seitenverkehrt zur anderen Seite angebracht ist. Wenn du den auch mit einem Zickzackstich draufgenäht hast, dann schneide dir noch zwei Augen aus. Ich habe jetzt hier einfach so eine Tesarolle als Rundungsvorlage genommen und die steppst du dann auch einfach mit einem ganz engen Zickzackstich oben auf deinen Flamingo oben drauf. Jetzt sind deine beiden Flamingo-Teile fertig und du legst sie rechts auf rechts aufeinander. Achte dabei darauf, dass die Schnäbel genau aufeinander treffen und stecke alles ringsrum fest. Als nächstes nähst du mit der Nähmaschine einmal am Rand entlang und dabei natürlich auch am Schnabel entlang und hast damit den Außenhut von deinem Flamingo fertig. Schneide als nächstes die Kanten von deinem Flamingo zurück, das heißt am Schnabel die Spitze. Und auch die Rundungen der Nahtzugabe am Schnabel und am Kopf solltest du etwas einschneiden, damit nachher hier schöne Kanten entstehen. Jetzt wendest du den Kopf, sodass die rechte Seite außen ist und dann kannst du schon mal anfangen, den Flamingo-Kopf zu füllen. Fang hierbei natürlich vorne am Schnabel an und stopfe alles gut aus, denn das gute Teil soll ja schön vom Kopf abstehen. Jetzt füllst du den ganzen Kopf gut aus und du lässt unten noch gerade genug Platz für den Mützeneinsatz und den steckst du dann hier so rein, dass der mit der rechten Seite nach unten schaut, das heißt die linke Seite ist innen und jetzt klappst du den unteren Rand von dem äußeren Hut, also mit dem Flamingo, nach innen um und legst die beiden Teile bündig aufeinander und steckst sie das ringsherum fest. Das Ganze nähst du jetzt aufeinander, also die beiden Teile nähst zusammen und zwar nähst du oberhalb vom Gummi, dass du den Gummizug nachher nicht festnähst. Ich habe hierfür den Anschiebetisch von meiner Nähmaschine entfernt und nähe im Freiarmmodus. Jetzt musst du nur noch das Gummiband fürs Kinn anbringen. Und zwar habe ich das einmal ausgemessen, wie fest es bei mir sitzen soll. Du gibst ein paar Zentimeter hinzu, aber nicht zu viel. Und steckst das Gummiband an die Seiten und fixierst das kurz mit der Nähmaschine. Achte aber auch wieder darauf, dass du das Gummiband im Gummizug nicht mit annähst. Jetzt kommen noch die Flamingo-Füße. Als erstes nehme ich mir das Schnittteil E und schneide es zweimal aus relativ dicken, pinkfarbenem Filz zu. Wenn du magst, kannst du in der Mitte von dem Fuß noch eine gerade Naht zur Zier setzen. Jetzt kannst du entweder ein Stück Stoff oder ein Stück Filz benutzen. Bei einem Filzstreifen habe ich hier die Maße von 8 x 30 cm benutzt. Bei einem Stoffstück würde ich von 10 x 30 cm ausgehen. Das Stoffstück faltest du nun in der Länge nach einmal in der Mitte und legst dann den Fuß dazwischen und steckst alles gut fest. Wenn du Stoff benutzt, faltest du die Kante noch einmal nach innen ein. Nun steppst du das Band einmal von oben ringsherum ab und fasst damit den Fuß ein. Jetzt musst du nur noch die Kletterschlüsse an den Fußstücken anbringen. Achte darauf, es einmal auf der einen und einmal auf der Gegenseite anzubringen, damit die Gegenstücke vom Klettverschluss sich auch gegenseitig fassen. So, und so oder so ähnlich sieht dann euer Flamingo-Hut aus, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Dann schaut doch unten einfach mal in die Infobox. Ich habe euch da den Link reingepackt von der Schritt-für-Schritt-Anleitung im Davanda-DIY-Portal. Und da findet ihr nicht nur den Hut und die Füße, sondern auch eine Idee, was ihr dazu oben tragen könnt. Also quasi eine Federboa am T-Shirt gewickelt und ein No-Sew-Tutu, also ein ohne-zu-nähen-Tutu. Das ist auch super einfach gemacht und ganz schnell und wenn ihr das alles zusammen tragt, dann ist euer Kostüm komplett selbst gemacht und ganz schnell fertig. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich auf Facebook liked, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder mal in meinem Davanda-Shop vorbeikommt. Bis bald, tschüss!